Dass Skyrim eins meiner absoluten Lieblingsspiele ist, dürfte ja kein Geheimnis sein, aber Skyrim ist mittlerweile schon über 12 Jahre alt und deswegen wollte ich in diesem Video mal auf den Prüfstand stellen, ob sich Skyrim auch im Jahr 2024 immer noch lohnt oder ob es mittlerweile bessere Alternativen gibt. Und ich will in diesem Video mal versuchen, meine persönlichen Gefühle zu diesem Spiel erstmal außen vor zu lassen und das Spiel auch wirklich kritisch unter die Lupe zu nehmen. Das heißt, die Analyse soll möglichst unbeeinflusst von persönlicher Nostalgie sein, auch wenn die mit Hinblick auf meinen Kanalnamen auf diesem Kanal natürlich sonst eine etwas größere Rolle spielt. Wenn euch dieses Video gefällt, lasst sehr gerne einen Like da und abonniert den Kanal, um nichts mehr zu verpassen. Ich wünsche euch viel Spaß mit diesem Video. Bevor wir mit dem eigentlichen Thema anfangen, das Jahr 2024 hat gerade erst angefangen und deswegen wollte ich euch natürlich erstmal ein frohes neues Jahr wünschen. Ich hoffe außerdem, ihr hattet ein schönes Weihnachtsfest und habt die Feiertage genossen. Ich habe mir leider kurz vor Weihnachten erstmal eine Corona-Infektion eingefangen und habe dementsprechend leider eine Woche flach gelegen. Deswegen war es auf meinem Kanal auch so ruhig, aber jetzt bin ich wieder gesund und deswegen geht's jetzt wieder munter weiter. Also, Skyrim 2024. Das Spiel ist wie gesagt mittlerweile 12 Jahre alt, also schauen wir uns erstmal an, wie es überhaupt sonst so auf dem Fantasy-Markt aussieht. Und wenn ich mir die jüngere Vergangenheit in Bezug auf Fantasy-Spiele anschaue, muss ich sagen, das sieht wirklich gut aus. Vor knapp 2 Jahren hatten wir beispielsweise den Release von Elden Ring und im vergangenen Jahr hatten wir dann die Spiele Hogwarts Legacy und Baldur's Gate 3. Übrigens nebenbei bemerkt echt krass, dass Elden Ring jetzt schon fast 2 Jahre alt ist, da merkt man wirklich, wie schnell die Zeit vergeht. Jedenfalls waren das allesamt Spiele, die sowohl kommerziell sehr erfolgreich waren, als auch in den Kritiken wirklich großartige Ergebnisse erzielt haben. Jetzt muss ich dazu sagen, dass ich nicht alle dieser Spiele gespielt habe, da meine Zeit, die ich für Videospiele aufwenden kann, natürlich leider auch begrenzt ist. Aber ein klein bisschen habe ich mich doch mit allen dieser Spiele befasst, deswegen denke ich, dass ich hier so einen groben Vergleich anstellen kann. Wir haben es also bei all diesen Spielen mit Open-World-Fantasy-RPGs zu tun. Im Grunde also genauso wie Skyrim, aber sind das wirklich Alternativen zu Skyrim? Nun, ich denke auf jeden Fall, dass es sich lohnt, all diese Spiele zu spielen, aber ich würde es nicht unbedingt als Skyrim-Alternativen bezeichnen. Denn auch wenn Skyrim im Grunde in die gleiche Kategorie an Spielen fällt, ist das Konzept von Skyrim doch irgendwie einzigartig. Aber wieso ist das überhaupt so und was hat es mit dieser Bethesda-Formel auf sich? Und bevor wir uns das anschauen, natürlich will ich Starfield auch nicht unerwähnt lassen, denn die Konzepte von Starfield und Skyrim sind natürlich durchaus vergleichbar, aber Starfield ist natürlich ein Science-Fiction-Spiel und dementsprechend für Fantasy-Fans nicht unbedingt das Richtige. Wobei ich kurz dazu noch erwähnen will, dass ich Starfield auch sehr empfehlenswert finde. Kommen wir jetzt also zu der Bethesda-Formel oder besser gesagt zu dem, was Skyrim oder sagen wir besser die komplette The Elder Scrolls-Reihe einzigartig macht. Und zwar glaube ich, dass der Hauptpunkt hier ist, dass wir es hier gewissermaßen fast schon mit einem Sandbox-Spiel zu tun haben. Was meine ich damit? Nun, im Grunde meine ich, dass man in Skyrim mit seinem eigenen Charakter seine eigene Geschichte schreiben kann. Und zwar gibt es ja in Skyrim glücklicherweise nicht nur die eine Hauptstory, sondern eben viele verschiedene Questreihen, die allesamt eigene Geschichten erzählen. Das heißt, wenn man sich einen neuen Charakter erstellt, kann man sich die Questreihen aussuchen, die zu dem eigenen Charakter passen. Zum Beispiel kann man eben, wenn man gerne herumschleicht, nur die Questreihe der Diebesgilde abschließen und sich dann den zahlreichen Nebenquests widmen. Denn, wie ich finde, geht es bei Skyrim nicht darum, mit einem Charakter alle Quests, die es irgendwo im Spiel gibt, abzuschließen, auch wenn man das natürlich machen kann, sondern dass man sich hier mal einen Charakter als Krieger erstellt und mit diesem ein paar Questreihen und Quests absolviert, dann mal einen Magier und so weiter. Eben immer so, wie es gerade passt und worauf man gerade Lust hat. Natürlich schreibt man in Skyrim nicht wirklich seine eigenen Geschichten, aber durch die Möglichkeit der Selektion entsteht eben diese Illusion, die eben wirklich sehr gut funktioniert, wie ich finde. Dazu kommt, dass es bei der Spielweise eine große Menge an Möglichkeiten und an Kombinationen gibt. Natürlich gibt es gewissermaßen 3 Basisspielweisen, nämlich den Krieger, den Magier und den Dieb, aber die können wir eben auf verschiedenste Weise erweitern und miteinander kombinieren, sodass im Grunde wirklich eine unzählige Anzahl an verschiedenen Spielweisen entsteht. Hinzu kommt, dass das Spiel auch darüber hinaus sehr viel Entscheidungsfreiheit enthält. Beispielsweise in der Bürgerkriegsquestreihe können wir entscheiden, ob wir uns auf die Seite der Kaiserlichen oder der Sturmmäntel schlagen, oder auch beim Dawnguard-DLC, da können wir uns nämlich entscheiden, ob wir uns den Volkiha-Vampiren oder der Dämmerwacht anschließen wollen. Aber auch bei einigen kleineren Nebenquests werden wir vor die Wahl gestellt, etwa bei den Daedra-Quests, wo es meistens darum geht, entweder ein reines Gewissen zu behalten oder eben ein gutes Item zu bekommen. Natürlich ist auch hier die Entscheidungsfreiheit ein Stück weit nur Illusion. Ob wir uns beispielsweise den Sturmmänteln oder den Kaiserlichen anschließen, macht letzten Endes nicht den riesengroßen Unterschied. Auch im Dawnguard-DLC sind die Quests meistens sehr ähnlich, nur eben aus verschiedenen Perspektiven.
Aber das Ganze ist eben auf eine sehr geschickte Art und Weise gelöst, so dass man beim Spielen wirklich das Gefühl hat, dass die eigene Entscheidung einen Unterschied macht. Und schließlich kommt noch hinzu, dass die Immersion bei Skyrim wirklich ungemein hoch ist. Wenn wir zum Beispiel einen Blick in die Städte und Dörfer von Skyrim werfen, dann sehen wir, dass diese zwar nicht besonders groß sind, aber dass wirklich jeder Dorfbewohner oder jeder Stadtbewohner einen eigenen Namen und einen eigenen Tagesablauf hat. Die meisten NPCs haben eben auch eigene Dialogoptionen und generell kann man in Skyrim wirklich so gut wie mit allem interagieren. Hier ist das Spiel übrigens auch Starfield weit voraus, denn in Starfield gibt es natürlich größere Städte mit deutlich mehr Einwohnern und das ist natürlich nicht wirklich möglich, jedem NPC noch eine eigene Persönlichkeit zu verpassen. Schreibt mir an dieser Stelle übrigens gerne mal in die Kommentare, was ihr besser findet, also entweder größere Städte mit mehr NPCs oder kleinere Städte mit detaillierteren NPCs. Ich persönlich finde, dass das in Skyrim wirklich sehr gut gelöst wurde und dass auch heutzutage in dieser Hinsicht wenige Spiele so ein gutes Konzept haben wie Skyrim. Das wäre es jetzt schon mal mit dem, was ich als die Bethesda-Formel bezeichnen würde, aber natürlich hat das Spiel auch noch weitere Dinge zu bieten, zum Beispiel die Open World. Himmelsrand ist zwar keine riesige Open World, aber wie ich finde doch eine große und was Himmelsrand wirklich besonders macht, ist der Detailgrad der Spielwelt. Ich spiele Skyrim jetzt seit bestimmt schon 10 Jahren und es passiert mir wirklich noch relativ regelmäßig, dass ich in der Spielwelt Dinge entdecke, die ich vorher noch nicht kannte. Das können sowohl versteckte Orte sein oder auch Zufallsbegegnungen, die ich einfach vorher noch nicht hatte. Aber wie ich am Anfang angekündigt habe, will ich natürlich auch auf ein paar Dinge eingehen, die bei Skyrim jetzt nicht ganz so dolle sind. Kommen wir zum Beispiel mal auf die Story zu sprechen. Da in Skyrim ja wie schon gesagt mehrere Geschichten erzählt werden, kann man auch nicht sagen, dass die Story insgesamt gut oder schlecht ist. Die Hauptstory von Skyrim finde ich beispielsweise nicht schlecht, aber eben auch nicht überragend. Es passiert nicht unbedingt viel Unvorhersehbares und wir haben es mit ein paar nervigen Charakteren zu tun, die ich persönlich nicht ganz so gerne mag. Ich denke, die meisten von euch werden schon wissen, wen ich damit meine, spätestens wenn ihr das Spiel gespielt habt. Die Handlung vom Dawnguard DLC hingegen hat mich persönlich richtig gefesselt. Unter anderem eben, weil man hier mit Serana einen sehr gut geschriebenen Charakter eingeführt hat. Von daher würde ich insgesamt sagen, dass das Storytelling nicht unbedingt überragend, aber durchaus solide ist. Hier hat sich übrigens, finde ich, in Starfield einiges verbessert. Auch auf das Gameplay wollte ich natürlich noch zu sprechen kommen, insbesondere in Bezug auf die Kämpfe. Nun, wie man das von Bethesda im Grunde schon gewohnt ist, sind die Kämpfe jetzt nicht unbedingt revolutionär. Wenn wir das zum Beispiel mal mit dem eingangs erwähnten Hogwarts Legacy vergleichen, sind die Kämpfe in Skyrim viel weniger dynamisch, aber dafür auch irgendwie logisch und intuitiv. Also man lernt auf jeden Fall schnell, was man machen muss. Von daher, ich mag dieses typische Bethesda-Gameplay schon irgendwie, aber man darf jetzt eben nicht erwarten, dass man zum Beispiel Angriffe blocken kann, die von hinten kommen, oder dass man Fässer auf die Gegner schleudert und so weiter. Bei einem 12 Jahre alten Spiel stellt sich natürlich auch die Frage, sieht das Spiel denn überhaupt noch gut aus? Und hierzu muss ich sagen, ich spiele das Spiel im Moment komplett ohne Mods und habe auch generell meistens mit sehr wenigen Mods gespielt und ich würde sagen, das Spiel ist auch optisch sehr gut gealtert. Das Spiel hat natürlich über die Jahre das ein oder andere Update bekommen, insbesondere mit der Special Edition gab es ein großes Grafik-Update. Dementsprechend sieht das Spiel natürlich ohnehin nicht mehr genauso aus wie noch vor 12 Jahren und auch wenn ich Skyrim mit aktuellen RPGs vergleiche, sieht das Spiel nicht so viel schlechter aus, als man vermuten würde. Natürlich gibt es hier und da matschige Texturen oder die Gesichter sehen vielleicht nicht ganz so toll aus, aber mir persönlich gefällt die Optik des Spiels nach wie vor sehr gut, insbesondere in Bezug auf die Spielwelt und die Lichteffekte. Und wem die Grafik nicht mehr so gut gefällt, der kann natürlich auch noch auf die zahlreichen Mods zugreifen, mit denen man das Spiel wirklich eine ganze Menge aufhübschen kann. Und das ist generell einer der riesigen Vorteile von Skyrim, nämlich die Modding-Community. Auch wenn ihr das Spiel schon 10-mal durchgespielt habt und alle Quests erledigt habt und so weiter, dann könnt ihr euch immer noch zahlreiche Mods herunterladen und immer wieder neue Inhalte zum Spiel hinzufügen. Von daher muss ich die zu Beginn gestellte Frage, ob sich Skyrim auch 2024 immer noch lohnt, auf jeden Fall mit Ja beantworten. Trotz des Alters haben wir es meiner Meinung nach, auch verglichen mit aktuellen Spielen, nach wie vor mit einem der besten Spiele überhaupt zu tun. Wenn du jetzt dieses Video schaust und noch nie Skyrim gespielt hast, dann kann ich dir auf jeden Fall meinen Anfängerguide für Skyrim ans Herz legen, wo ich ein paar Ratschläge gebe, wie das Spiel aus meiner Sicht am Anfang am meisten Spaß macht. Das Video findet ihr in der Beschreibung und es wird auch gleich am Ende eingeblendet. Genauso wie ein Video mit 10 Tipps für erfahrene Spieler für die Wiedereinsteiger unter euch. Jetzt würde mich natürlich noch eure Meinung interessieren, also schreibt mir gerne mal in die Kommentare, wie Skyrim aus eurer Sicht gealtert ist und ob sich das Spiel heute noch lohnt. Wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst sehr gerne einen Like da und abonniert den Kanal, um nichts mehr zu verpassen. Ich danke euch vielmals fürs Zuschauen und hoffe, wir sehen uns bei meinem nächsten Video wieder. Bis dahin!